Der Dollar steigt, die Kapitalmarktzinsen, also die Renditen steigen auch und die politische Unsicherheit nimmt deutlich zu nach den gestrigen Wahlen in Europa. Nachdem Macron Neuwahlen angekündigt hat, rappelt es am französischen Aktienmarkt und die Frage stellt sich auch nach dem miserablen Abschneiden der Ampelkoalition gestern, ob nicht vielleicht auch in Deutschland bald Neuwahlen mal stattfinden sollten, wenn man sich anschaut, dass die und bei zusammen nur noch auf 30% kommen, etwa so viel wie die CDU hat. Also das ist jetzt ein interessanter Cocktail nach den Arbeitsmarktdaten am Freitag, mit denen wir mal starten wollen. Die waren ja in der Headline deutlich besser mit 272.000 statt nur 180.000 erwartet, aber die Arbeitslosigkeit auf 4,0% und auch nicht so richtig gut, die Stundenlöhne deutlich höher als erwartet mit 0,4 und 4,1%. Das bedeutet, wir haben nach wie vor Lohndruck, wir haben nach wie vor die Situation, dass die Fed eigentlich die Zinsen nicht senken kann. Und das hat dann ein bisschen auch an der Wall Street eingeschlagen. Man hat gesehen, hups, das Ganze wird jetzt schwierig, zumal eben diese hohe Zahl von 272.000 neue Stellen im Grunde durch dieses Burst-Death-Model, das ich schon immer wieder thematisiert hatte, entstanden ist. Anna Wong von Bloomberg sagt, genau in diesem Rahmen hatten wir das vorhergesagt. Die Arbeitslosenquote steigt auf jetzt 4,0%, aber gleichzeitig hast du wunderbar viele neue Jobs. Das passt nicht zusammen und es passt auch nicht wirklich zusammen, denn dieses Burst-Death-Model, das manipuliert im Prinzip die Zahlen nach oben. Ich glaube, das ist nicht mal Absicht seitens der beiden Regierungen, sondern man hat einfach die falschen Parameter, indem man dieses Burst-Death-Model, das also misst, wie viele neue Firmen entstehen oder sagen wir mal berücksichtigt, wie viele neue Firmen entstehen, wie viele Firmen zugrunde gehen, letztendlich am BIP festmacht und nicht wirklich genau hinguckt, naja, wie viele Firmen melden denn Insolvenz an Chapter 11. Dementsprechend kommt es zu diesen Verzerrungen und ich glaube, da ist Bloomberg wirklich auf der richtigen Spur zu sagen, diese Daten sind letztendlich nicht wirklich ernst zu nehmen. Die Märkte aber haben sie ernst genommen, vor allem wegen den Stundenlöhnen und wir sehen hier mal das FedWatch-Tool und da sehen wir, 7.11. ist jetzt die erste Zinssenkung erwartet mit 46,9%, aber auch das nicht ganz klar, immerhin 34,9%, dass auch am 7.11. oder nach der Sitzung der Fed am 7.11. die Zinsen da bleiben, wo sie jetzt sind. Wir sehen also eine starke Verschiebung weg von der Erwartung, naja, vielleicht sinken die Zinsen schon im Juli, aber allerspätestens im November, das ist jetzt in Frage gestellt. Das hat Auswirkungen dann auch natürlich auf die Bankhäuser, die ja sehr optimistisch waren, dass die Zinsen bald sinken. JP Morgan, erste Zinssenkung jetzt im November, verschoben von Juli. Das ist mal ein ganz schöner Sprung. Und auch Citi verschiebt jetzt zumindest auf den September von Juli. Man verabschiedet sich also von den Zinssenkungserwartungen und das ist ein bisschen bitter natürlich, wenn man sieht, dass unfassbar viele Schulden jetzt auch fällig werden innerhalb eines Jahres und das bedeutet, dass die ganze Geschichte natürlich dauerhafter teurer bleibt für die US oder für den US-Staat, der sich teurer refinanzieren muss. Wenn eben die Leitzinsen nicht sinken, dann sinken tendenziell eben auch die Kapitalmarktzinsen, ergo die Renditen nicht und kein Wunder, dass die nicht sinken, wenn wir uns mal anschauen seit 2020, was hier ausgegeben wurde seitens der US-Regierung. Das ist mehr als die Ausgaben im Ersten und Zweiten Weltkrieg und mehr als das, was man in der Periode 1970 bis 1990 ausgegeben hat. Also das ist letztendlich eine Maßlosigkeit, die sich eben auch nicht ändern wird, egal wer diese Wahlen gewinnt, ob Biden oder Trump, alle wollen so weitermachen. Und wenn wir nochmal zurückkommen zu den US-Arbeitsmarktdaten, wir haben ja gesehen, wir sind jetzt bei 4,0% Arbeitslosenquote. Wir waren bei 3,4% im April 2023. Historisch gesehen ist es immer so, wenn die Arbeitslosigkeit um 0,6% ansteigt, dann ist das sehr nahe an einer Rezession oder dann sind wir meistens
am Beginn einer Rezession. Und hier sehen wir mal zum Beispiel die Full-Time-Employees, also die praktisch Vollzeit beschäftigt sind. Da sind faktisch 1,16 Millionen Stellen verloren worden. Wir sehen also, dass vor allem Teilzeitstellen in den USA geschaffen werden. Das Muster hat sich ja schon lange abgezeichnet, dass vor allem Migranten diese Jobs bekommen. Wir haben jetzt in diesem Mai-Report bei den Arbeitsmarktdaten 625.000 weggefallene Vollzeitjobs, das ist der größte Rückgang seit Dezember, während die Part-Time-Jobs, also die Teilzeitjobs, um 286.000 zugenommen haben. All das hat Folgen auch für den Dollar. Hier, diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt, da hatten wir ja diesen Ausbruch. Dann ging es nach oben, dann ist der Dollar wieder ein bisschen schwächer geworden, hat korrigiert und da war klar, jetzt muss irgendwo die Entscheidung fallen. Geht es jetzt wirklich weiter runter oder geht es wirklich weiter rauf? Und wir haben am Freitag, denke ich, eine Antwort bekommen. Es geht weiter rauf. Der Dollar hat kurzfristig sogar in einer Fake-Bewegung wahrscheinlich, in einem False Break nach unten diese Trendlinien verletzt und kommt jetzt mit aller Macht nach oben und diese Kerze wird noch größer jetzt. Das ist Schlusskurs am Freitag. Diese Kerze für den Dollar wird noch größer, weil der Euro schwach geht nach den Wahlen in Europa. Wir sehen auch hier, dass die Renditen deutlich steigen. Wir waren, als die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag kamen, bei 4,3% etwa. Jetzt sind wir mal eben 15 Basispunkte auf 4,45% gestiegen bei der Rendite. Geld wird also wieder teurer, die Kapitalmarktzinsen steigen und nicht steigen tut das, was an französischen Märkten gehandelt wird, der CAC 40. Der fällt 2,2% nach Ankündigung der Neuwahlen durch Macron. Bankaktien, vor allem BNP Paribas oder auch Société Générale, sind deutlich unter Druck. Wie gesagt, das wirft schon die Frage auf, ob nicht auch in Deutschland Neuwahlen jetzt mal angesagt sind, wenn Scholz und Co. ein bisschen Eier hätten, so wie Macron auf Deutsch gesagt, dann würden sie das tun, aber das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Jedenfalls sehen wir, dass der Euro deutlich sinkt, jetzt deutlich unter die Marke von 1,8 gefallen. Kürzlich waren wir ja noch fast bei 1,9. Ein tiefster Stand des Euro seit einem Monat. Und Hedgefonds, die waren kürzlich bullish geworden für den Euro. Es haben sich also long positioniert im Euro. Und gleichzeitig war man eher short positioniert seitens der Assets Manager im Dollar. Und das könnte jetzt ein bisschen unangenehm werden, denn der Dollar ist der vermeintlich sichere Hafen. Da wird gern reingeflohen. Nochmal kurz Frankreich. Hier sehen wir übrigens mal Change in Capita, CO2. Und die GDP, also wir sehen, das französische BIP ist nach oben gegangen, wenngleich natürlich auch durch Schulden erkauft, aber der CO2-Ausstoß pro Kopf ist deutlich nach unten gegangen. Da können unsere Grünen nur so betröppelt gucken, wie sie es gestern nach ihrem großartigen Ergebnis getan haben. Es scheint so, dass die Leute langsam begreifen, dass das Ganze nicht wirklich funktioniert mit der Energiewende, dass diese Belastungen immer größer werden. Für welchen Nutzen, für welchen Zweck? Diese Frage muss man sich stellen. Hier schauen wir nochmal jetzt auf die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal die durchschnittliche normale Aktie hier, die gehandelt wird an der New Yorker Stock Exchange, Advanced Decline Line, also steigen diese Aktien tendenziell. Oder wie ist die Relation zwischen steigenden und fallenden Aktien? Und wir sehen, die geht immer weiter nach unten, während der S&P 500 am Freitag trotz dieser Arbeitsmarktdaten zwischenzeitlich nochmal ein neues Allzeithoch erklommen hat. Hier sehen wir mal, Hier sehen wir nochmal die Nebenwerte im Russell 2000 in Relation zum S&P 500. Wir hatten ja schon den Dow Jones, tiefster Stand seit der Finanzkrise in Relation zum S&P 500. Das haben wir jetzt auch beim Russell 2000. Und ein Grund dafür ist, dass über 40% der Small Caps außerordentlich exponiert sind für höhere Zinsen, also Kapitalmarktzinsen. Und mit diesem Arbeitsmarktbericht jetzt am Freitag ist eben die Aussicht auf sinkende Zinsen ein bisschen geschwunden. Und die Aussicht auf großartige Zukunft ist auch bei Tesla ein bisschen entschwunden. Tesla senkt jetzt die Preise auch in Europa für das Model Y um mal eben $6.000 in Neu-Hardenberg. Brandenburg, sehen wir mal, wie wunderbar der Absatz bei Tesla läuft. Da sind Tausende, da gibt es ein wunderbares Video auf
Twitter Tausende von Teslas abgestellt, die schlicht nicht verkäuflich sind. Das zeigt, wie dieser Hype funktioniert hat, wie man glaubte, dass man die Kapazitäten erhöhen muss, die Produktion erhöhen muss seitens Tesla, weil man eben dann den Elektromarkt dominieren wird. Das ist nicht der Fall, wird wahrscheinlich auch bei Nvidia nicht der Fall sein, aber interessant könnte sein, dass die Stimmung gegenüber Öl jetzt sehr negativ ist. Wir sehen, dass vor allem Hedgefonds so wenig long sind in Crude Oil wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, nämlich seit dem Jahr 2014 nicht mehr. Und wenn wir jetzt nochmal den Schwenk zur Zinspolitik machen, meine Damen und Herren, wenn die Fed nicht absehbar Zinsen senken kann, dann sollte die EZB auch nicht allzu weit vorauslaufen. Das ist den Herrschaften in Frankfurt klar. Und so hat Lagarde jetzt am Wochenende ein Interview gegeben und meinte, ja, wir müssen den Fuß noch auf der Bremse lassen. Wir haben noch einen weiten Weg, bis die Inflation besiegt ist. Also wir sehen sehr hawkische Kommentare plötzlich von Madame Lagarde, denn sie weiß, sie kann nicht zu weit sich aus dem Fenster lehnen mit Zinssenkungen, wenn eben die Fed nicht Ähnliches macht. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert am Mittwoch? Das wird ja der Tag schlechthin mit den Inflationsdaten aus den USA und dann kommt auch am Abend noch die Fed mit der Pressekonferenz von Jerome Powell und vor allem mit den Projektionen. Da wird man darauf achten, wie schaut es aus mit der Inflationserwartung, mit der Zinserwartung, die Dotplots. Also das wird ein Highlight-Tag. Da kann sich natürlich wieder vieles ändern, aber vorerst ist das eben ein relativ guter Cocktail für eine Korrektur. Hier drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Gold ja unter Druck jetzt, unter die Marke von 2300 Dollar gefallen. Warum, wieso, weshalb? Lesen Sie hier bitte gerne weiterempfehlen auf Sozialmedienkanälen. Der Euro erleidet einen Doppelschlag. Was da doppelt neischlägt, viele Doppelschläge erleben wir derzeit, gell, was da doppelt neischlägt, bitte lesen und teilen. Und die letzte Empfehlung, ja, Big Tech treibt die S&P Rally, der Rest muss jetzt langsam mal nachziehen, sonst könnte es ein bisschen schwieriger werden für die Aktienmärkte. Das die dritte Empfehlung, ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.